Sebastian Scholl von der Universität Bamberg kennt die Disparitäten hierzulande. Als einfaches Merkmal für regionale Disparitäten nennt er die Bevölkerungsverteilung in Deutschland. Denn die ist nicht überall gleich. Die Bevölkerungsverteilung bestimmen vier Faktoren. Das sind die Geburtenfälle, die Sterbefälle und die Wanderungsbewegungen, die wir nochmal unterscheiden in Zuwanderung und Abwanderung von Einwohnerinnen und Einwohnern in einem Gebiet. Die wesentliche Triebkraft dabei sind die Wanderungsbewegungen. Und das hat verschiedene Ursachen. Hierzu müssen wir uns die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anschauen, wie zum Beispiel politische Hintergründe, ökonomische Hintergründe oder auch soziale und kulturelle Hintergründe. Ein politischer Hintergrund, der in Deutschland starke Wanderungsbewegungen auslöste, war die politische Wiedervereinigung 1990. Die damaligen Wanderungen lassen sich grafisch darstellen, indem man über einen längeren Zeitraum die Zu- und Abwanderungen zwischen den alten und den neuen Bundesländern skizziert.